Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, wir sind wieder hier im Bauernhaus und da waren wir ja dabei, den Boden auszulegen. Aber zunächst mal will ich ins Bett gehen und morgen machen wir das dann. Ich habe mich ja letztes Mal noch entschieden, was das für ein Boden werden soll und ich stehe voll dazu, zu dieser Entscheidung. Achso, ja, das ist richtig, ja, ja, mit den Fenstern hier. Ja, genau, hier so. Ja, schön, das gefällt mir. Gut, da wollen wir mal schauen. Ja, ich habe nicht genug Material da. Na gut, da muss ich eben was holen. Gut, also zurück ins Lager mal. Mal schauen, ob wir da genug haben. Hier links. Ton, genau. Ungebrannten Ton will ich gerne haben. Ja, ist leider nicht so viel da. Das haben wir ein bisschen was davon da. Da kann ich noch was draus machen. Ja, leider nicht viel. Das heißt, wir müssen zum Agrarplatz. Und ich fürchte, ja, ich hätte da doch mal ein bisschen was abernten sollen. Ja, und so. Ja, okay, aber viel brauche ich jetzt ja. Das ist bitter. Das ist bitter. Ja, also viel brauche ich da sowieso nicht. Nur so ein paar Quadratmeter Boden. Aber ich brauche natürlich immerhin etwas. Und von einer Essenz kann ich nicht viel machen. Die Ziege ist immer noch da. Wo haben wir sie denn? Hier, die Sense. Moment mal, wo ist denn die Ziege jetzt hin? Die war doch gerade noch da. Das ist ein Pferd da drüben. Ich höre sie doch. Ich ernte mal hier ab, dann kann ich mehr sehen. Gut, das war ein Schatten. Da, ich höre sie doch. Da ist sie ins Wasser gefallen. Nö, da ist ein Rochen. Ich bin etwas überfragt. Da vielleicht rechts. Ah, da ist sie. Ah, okay. Tja, kommt die da wieder raus? Wenn sie schwimmen kann? Ja, können die Viecher schwimmen? Weiß ich nicht. Ja, nee, doch jetzt nicht. Obwohl, eigentlich, warum nicht, ja? Ich brauche ja gleich ein bisschen mehr. Wir könnten das so machen, dass wir gleich ein Lasso holen. Und das dann mal mit der Ziege ausprobieren. Hier, da, wie das wächst. Ja, sehr schön. Wie viele Wasseressenzen habe ich denn jetzt? Oh ja, okay, das ist ein bisschen... Das ist immerhin schon ein bisschen was. Aber ich will gerne das mit dem Lasso ausprobieren. Das... Ja, ist gut. Ob das mit der Ziege auch klappt... Dann werde ich mal ins Lager gehen und schauen. Ja, Lasso. Wo habe ich denn wohl Lasso? Hier beim Werkzeug? Nee, das ist Werkstoff. Moment. Hier, da, Werkzeug. Ja, guck mal hier. Ich nehme mal alle mit. Achso, Moment. So. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir eine Ziege retten können. Nee, wo bin ich jetzt? Ach doch, ja, ich kenne mich wieder aus. Diese Treppe, da hat mich jetzt verwirrt. So, Ziege. Jetzt mal schauen. Da vorne ist sie. Nein, jetzt falle ich auch rein. Das wollte ich gar nicht. Nö, ich kann die leider... Ich kann sie hauen damit, aber das will ich ja gar nicht. Nee, einfangen kann ich sie damit leider nicht. Dann muss sie daheim jetzt im Wasser klarkommen. Vielleicht wird sie doch Haifutter. So, aber ich will es mal ausprobieren mit dem Pferd hier. Also kann sein, dass es deshalb nicht geht, weil das aus Mo Creatures ist. Ja, das siehst du, beim Pferd geht's. Ich nehme es einfach mal mit. Da, hier, guck mal, da ist ein Kumpel. So, wie kriege ich jetzt das wieder los? Ah ja, einfach so, okay. Mhm. Sehr gut. Gut, dann bauen wir jetzt mal ein bisschen Ton. Aus den Essenzen hier. Ah, die Musik ist mir ein bisschen zu laut. Moment mal. Ja, das ist besser. So. Ach, das war alles. Ja, ich mache das lieber so.
Ton. So, das da. Weil ich mir nicht merken kann, in welcher Reihenfolge das da sein muss. So, jetzt haben wir Erdessenzen haben wir nicht mehr. Okay, gut. Dann brauchen wir den ungebrannten Ton. Ja, ja, ich kann das ruhig alles machen. So, ich muss ja nicht alles dann verwenden. So, das da rein. Wasseressenzen. Haben wir noch ein paar übrig. Und, Moment mal, weg mit dem Lasso hier. So, das kommt da rein. Sollen wir durchlaufen. Und ich kann mich ins Lager zurück teleportieren. So, Lasso wieder wegräumen. Zack. Und den Ton nehmen wir einfach mal so komplett mit, wie das da ist. Dahin zum Kreisdorf. So, jetzt werden wir mal schauen, wie weit der Boden eigentlich werden soll. Hier, also da kann ich auf jeden Fall mal was hinmachen. So. Nein, ich wollte doch die Tür zumachen. So. Ja. Das muss ja so riesengroß ja nun auch nicht werden. Ich würde sagen, ich mache mal hier so eine Trennung. Ja doch, das passt so. So, das hier alles ausfüllen. So. Ja, das dürfte wohl genügen. Hier so als so ein bisschen so als Stall und Wirtschaftsraum oder so. Da haben wir so eine kleine Nische sogar noch. Das ist ja interessant. Okay. Aber irgendwie bin ich doch noch nicht so ganz zufrieden. Nee, ich glaube, wir können das ruhig ein bisschen größer machen. Machen wir es so. Kleiner machen kann ich ja auch noch. Nee, wir haben genug. Geht uns nicht aus. Okay, so, nee, halt, ich wollte die Taste hier. Und das Blümchen einfach mal wieder da hinsetzen. So. Ah ja, da brauche ich noch Bruchstein. So, Bruchstein und auch das da und das da. Dann nehme ich jetzt das da noch mit dazu. Oh, da fehlt ja. Oh, da fehlt ja noch was. Und das da. So und so. Genau, und das lasse ich einfach mal offen. Da kommt dann die Mauer hin. Ja, das ist ein bisschen mehr Platz hier. Das ist okay. Und das Ganze wird auch noch überdacht. Also mit dem Dachboden eben versehen. Ich habe mir immer noch nicht Gedanken dazu gemacht, wie das Dach aussehen soll, aber das hat ja auch Zeit. Das kommt schon noch. So, ja, okay, dann werden wir mal... Ah, da muss ja wieder was weghauen. Okay, gut. Hier, der hier bietet sich an. Moment, ich muss das Holz da unten reinmachen. So. Wenn ich den... Ja, dann nehme ich auch den hier. Okay, so. Ist gar nicht so viel, aber das macht ja nichts. So, dann machen wir das da hinten genauso. Ah, wie machen wir das da auf der Seite? Nee, da will ich Erde hinlegen. Das will ich alles noch so auf einer Höhe haben. Also kommt da noch ein bisschen Erde hin. Ja. Kleckert sowieso nach. So, das heißt, hier müssen wir... Ah, da habe ich ja sowieso schon hingelegt, ne? Nein, ja, ich will da nicht so viel hochbauen. Ah, das hört aber hier schon auf. Ja, okay. Ein bisschen mehr kann ja nicht schaden. Hab ja genug von der Erde. So. Da noch ein bisschen. Die kommen natürlich wieder weg hier. Das ist ja unglaublich. So. Okay. Ach ja, da draußen noch hier.
die Holzbalken hier. Das heißt, der muss weg hier und durch Holz ersetzt werden. Ja, dann machen wir mal den hier. Und machen wir dann nur noch einen rein? Ja, dann machen wir nur noch einen hin. Aber dann könnten wir den vielleicht doch dahin setzen. So. Und den hier irgendwie so halbwegs in die Mitte. Ich würde sagen, hier hin. Okay. Und da kommt dann die Mauer hin, ja. Machen wir auch aus dem Holz. Das habe ich ja mit. Moment, ich habe das Holz mit. Ich muss es nur hier ins Inventar packen. So, genau. So, kann ich auch hier oben hin machen? Da muss natürlich noch eine Tür hin. Und Fenster. Aber da mache ich... Die Fenster werden wieder so mit dem Gitter gemacht. Ja, okay. So. Ah, was ist das? Ah, das ist die Wand innen, ja. Okay, aber jetzt wird es aber Zeit, ins Bett zu gehen. Ich glaube, ich muss hier nochmal eine Fußplatte hinmachen. Und eine Tür müssen wir auf die andere Seite... Ja, so habe ich ja gerade gesagt. Richtig. Eine Tür noch. Hm, das wird noch schwierig hier. Und ich muss ja auch hier irgendwie rein und rauskommen. Ja, am besten... Nee, am besten hier. So, das werden wir ein bisschen anpassen. Ja, das kann man aber eigentlich auch so machen, genau. So, Moment mal, ich mach mal den hier nochmal weg. Wobei das aber so eigentlich genügt. Ja, eigentlich schon. Hier, so in diese Richtung. Oder wir machen das dann doch ein bisschen versetzt. Nehmen wir so. Ich überlege gerade mal. So. Und jetzt, ich brauche nochmal Stein. Okay, dann wäre hier der Eingang. So. Da noch was hin. Okay. Ja, okay. Mal schauen, wie das funktioniert. Hier dann so als Eingang das Ganze. Mhm. Dann müssten aber die wieder weg, weil ich die dann ja aus Holzstämmen machen will. So. Zack, zack. So, genau. Dann ist der Eingang immer so ein bisschen so schräg hier. Ja, ist eben so, nach den Umständen entsprechend angepasst. Und ich würde sagen, das genügt auch so. Habe ich hier noch ein bisschen Platz, ja. Ja, doch, ich lasse es mal so. So, jetzt brauche ich doch wieder das Holz dazu, damit ich hier zumachen kann. Und, oh ja, da auch. So, und hier kommt dann das Tor hin. Hm. Soll ich das auch so machen wie das hier? Nee, ich will das... Ja doch, ich will das so haben. Und ich will eigentlich hier eine Doppeltür hin haben. Irgendwie, glaube ich, gefällt mir das dann besser. So, das dahin. Und hier eine Doppeltür. Haben wir noch Türen da? Ja, ach komm, jede Menge. Da passt natürlich das da oben nicht. Dann müssen wir das wegmachen. Wir können das aber etwas anders hinsetzen. Nämlich so. Nee, das sieht auch doof aus. Nee, das sieht ja richtig doof aus. Nee, das geht doch nicht. Das könnten wir höchstens von innen so machen. Ja, genau, von innen. Da sollte es gehen. Machen wir die Türen wieder zu. So. Ja, genau, so. Ja, das sieht gut aus. Okay, jetzt will ich aber gleich nochmal Platten machen, so Trockplatten. So,
Das heißt, die kommen dann dahin, ja, genau. Wie machen wir das hier? Ja, genau. Und dann bräuchten wir... Oh, jetzt habe ich ja keine mehr. Dann bräuchten wir da auch noch eine. Hier dagegen nicht. Ich probiere einfach mal aus, wie das... Achso, nee. Hab ja schon Holz mit. Wie das so ist. Ob das dann so... Ah ja, okay. Von außen will ich das nicht haben. So, hier und da eine.